So, und damit auch wieder hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Darksiders 2. Wieder dabei ist der Marvin. Hallo, immer noch da. Und ja, dann gehen wir mal weiter. Im letzten Part haben wir uns den tollen Phasenläufer verdient. Einfach mal ein bisschen durch die Vergangenheit reisen und so. Ohne Haufen Käfer zu treten, ne? Das sind nicht nur Haufen. Die sind noch wenig. Komm. Ich hab nur 10 gezählt. Die sind Level 20, das ist schon mal richtig. Und welches Level bist du? 21, glaube ich. Ich weiß gerade nicht. Auch das ist Level Wanted tot. Ja, das ist ja exekutieren, was ich ja mache die ganze Zeit. Komm. So. Gehen wir mal weiter. Und da sind noch mehr. Und da ist wieder eine Schlange. Kannst du jetzt mal. Dankeschön. Und durch. Ist kein Bock auf Käfer. Na, das ist in der Vergangenheit. Oh Gott. Ja. Und der hat mich. Dieser Teil hat mich angekotzt damals. Blöder Mahlstrom. Du machst einen Scheißdreck, machst du. Du holst keine Gegner an. Einfach ein bisschen mobben. Ich bin krass allein. Oh mein Gott. Eigentlich ist auch nicht gerade so am Lägen. Eigentlich ist das ganze Spiel gerade wieder bei sowas am Lägen. Schöne Handschuhe habe ich eigentlich, weiß. Ah ja. Und dann muss ich gleich die zwei schweren Jungs hier noch plätten. Die sehen echt geil aus. Gehen wir erstmal zu dem da runter. Oh ne. Oh ne. Was machst du mit dem Arsch rum? Na, das ist ja nicht. Und Gegner einfach mal in Lava schubsen. Du entkommst mir ja nicht. Dem Tod entkommt niemand. Aber bleib mal. Da konnte sich noch nicht mal selbst entkommen. Hoppla. Einfach mal exekutieren. Das macht Spaß. So ist der Jean. Na, Legion-Soldat. Da bist du einer? Ja. Der Todesgriff macht Spaß. Der macht immer wieder in dieser Hinsicht Spaß. Da kannst du die Gegner schön ranziehen und die können sich nicht wehren. Volles Käfermobbing. Quatsch. Schau die noch ein bisschen ran. Ja, was ist denn das für ein Schicksal? Das ist den surreal. Das sind Dämonen, die müssen sowas abkönnen. Und tschüss. Ja, lieber in die Laufe, sexuell vergewaltigt zu werden. Das musste ich sprengen. Da hinten musste ich ja irgendwie rein. Ich dachte, das ist scheiße da. Geh ich hier noch rum? Hier gab es eine Wolkenke ein. Das wusste ich zwar jetzt nicht mehr, aber ich wollte eine Truhe eigentlich ran. Die habe ich nur auf der Map gesehen. Ich glaube, ja. Ich glaube, den Scheiß musste ich machen. Mit Seelenteiler. Das macht sowas von keinen Spaß, sowas. Ah, da muss ich erstmal hier hochklettern. Like a monkey. Da muss ich den da zerficken und. Genau wegen sowas gehen die mir auf den Sack.
gab es auch noch im Reich der Toten, so eine Art von denen. Die hat er auch schon hart abgefuckt. Die dachte sich auch, ich rufe einfach mal Gegner, bis geht, bis. Was? Oh? Einfach mal so dumme Skelette. Skelette sind noch bei den meisten Spielen, wenn jemand was beschwert, sind es meistens Skelette, oder? Nee. So, jetzt musste ich ja toll sein. Ich musste da ein Portal reinballern. Da ein Portal. Da musste ich. Hier ein Portal. Da musste ich mir selbst eine Bombe zuwerfen. Bei Avalon, wenn man mit sich allein spielt. Alter. Ich glaube, ich stehe da ein bisschen scheiße. Ich musste da irgendwie dumm zielen können. Und das ist überhaupt nicht. Nee, überhaupt nicht nervig. Mal gucken. Da hinten stehe ich. Jetzt treffe ich mich. Hab ich die. Nein, hab ich nicht. Boah. Das ist ein dummes Spielchen hier einfach. Ja, irgendwie schon. Es ist so. Treffe ich, treffe ich nicht, treffe ich, nein, doch, nein, ja, doch, nee. Jetzt habe ich's. Oh, gut gefangen. So, da musste ich hier hoch und das da abwerfen. Ach, da ist der Stein, den ich so gehört habe. Weg. So. Ah, brauchte ich meine geile Pistel. Und Carbon. Dann nehme ich den hier. Und das hat mich damals echt abgefuckt. Ich dachte, ich muss mit der Bombe da runterspringen. Okay. Oh. Nee. Halt. Ich musste da durch. Jetzt. Ich dachte, ich musste da durch. Zweites, tut mir leid. Wenn nicht, dann nicht. So nett ist er. Ja. Ich hab's richtig gemacht. Jetzt wäre, ich glaube, da war ein Skelettschild jetzt drin. Und, ja, wieso auch. Das kannst du erkennen einfach. Guckst du so mit rein. Wenn dann bis rausguckt, dann ist es ein Skelettschild und wenn nicht, dann ist es eine Karte oder so. Um da hinten das aufzumachen. Gib noch einmal. Hey, da ist noch ein Stein. Hoppla. Hoppla. Hab ich einen Zaun dran genommen. So. So kann man so finden. Macht man sich das Leben einfach. Ach, da konnte ich auch noch neu. Ja, ich finde hier Sachen, die habe ich damals nie gefunden. Gruselig. Und ich dachte einfach, durchspielen, durchspielen, durchspielen. Okay. So, macht Platz, macht Platz, ihr nervt nur. So sollte man es nicht machen. So ein kleines Kapitel aus dem Buch, so macht man es nicht. Ist sehr professionell. Weg mit der. Ja, toll. Wieder festgebackt. Das hasse ich an Tod. Er packt sich einfach an so einer Scheiße fest. Er backt sich daraus einfach einen Kuchen. Sowas meine ich. Sowas kann ich nicht abhaben. Und ich will wissen, was da oben ist. So. Ich glaube, Tod will seine Mutter nachmachen. Muss ein bisschen in der Lava baden. Mhm. Der hat schon ein paar Mal gemerkt, dass das nicht. Nee. Einfach nö. What?
Einfach nö. Einfach nur nein. Arschelegen. Ich mein Hit nicht mehr Arschelegen. So. War der denn irgendwie noch ein Item oder? Nee. Ach, jetzt weiß ich, wie ich da dran komme. Guck mal her. Hallöchen. Das sieht schon so verdächtig nach Gegnern aus, wie das. Ah, so eine große Halle mit Ruhe, einfach in der Mitte. Mit einer Truhe, wo eine Scheiße drin ist. Kommt dann verteilt werden. Ja. Oder auch einfach mal gar nichts drin haben. Einfach nur Scheiße drin. Irgendwie kommen auch keine Gegner. Ja, umso besser. Oder. Irgendwas ist passiert. Ja, ich hab's gespürt. Da könnte ich durch. Okay. Okay. Ach, da ist eine Truhe gespawnt. Noch, ist das so? Einfach mal Vasen kaputt machen. Ja, genau. Weißt du, die anderen machen wenigstens. Was heißt eine Clown? Ja, die kann ich ein bisschen feeden. Die anderen Truhen sind einfach nur so ein bisschen aufmachen, die anderen Truhen gleich zerstören. Ja, die macht er einfach ganz kaputt. Einfach mal YOLO sein und durchlatschen. Ich denke mal jetzt auch Arsch lecken. Fiegt euch einfach ins Maul. Fiegt euch. Ich habe keinen Bock auf euch. Geht's einfach weiter. Leckt mich, Leute. Ich gehe jetzt nach Hause. Totat fertig. Schalter umlegen. Das ist schon wieder so verdächtig, das heißt so, geh da rüber. Nee, warte. Das sieht schon wieder so nach Zeitreise, so Arschloch aus. Jawohl. Kann nicht sein. Doch, kann wohl sein. Nee, doch, nee, doch, nee, doch, nee. Hab ich's jetzt? Ich glaub nicht. Gut, dann sind wir schon zu zweit. Gehen wir erstmal in die Truhe, bevor wir die Gegner anficken. Die Armklingen sind scheiße. Erstmal ein kleiner Überraschungsangriff. Überraschung! Das ist, wenn mal ein Tsunami kommt. Der überrascht die Leute. Dann sagt das Ding auch. Überraschung! Quatsch. Ein bisschen schwarze Humor muss jeder mal abgönnen. Okay, aber keine Emo-Witze, ja? Geritzt. Erstmal so, Ratter, Ratter, Ratter. Hast du wahrscheinlich gehört, was? Ne, ich hab nur gehofft, dass es nicht weiß. Ja. Keine Emo-Witze. Geritzt. Ich glaube, ich weiß, was da. Ja. Warte, ich guck mal auf den Timer. Aber vielleicht ein paar den überlänger, also. Aber. Darf hier schessern. Ja. Der wird überlänger. Der Blutprinz. Hallo? Das sieht so ein bisschen aus wie Boss. Nur so ganz klein bisschen. So. Ich hoffe, ihr habt euch noch den Namen vom letzten Mal gemerkt. Wenn nicht, ist es ein bisschen traurig. Macht es mich ein bisschen traurig. Aber es macht nichts. Sonst ist gerade der Name, wo ich denke. Sag mal, was du denkst. Sammeln? Richtig. Jawohl. Dann gehen wir mal durch. Da ist er auch. Oh. Ich spring bossmäßig raus. Wow. So, so. Der feurige Rat schickt also nur einen einzigen Reiter. Selbst in die Vergangenheit. Nein. Dieser Besuch ist nicht genehmigt. Als ob ich eine Genehmigung brauche. Niemand, dass du hier bist. Sollte. Ich glaub, das sputtet ein bisschen. Gib mir den Schlüssel. Er kann unser Geheimnis bleiben. Der nimmt die auch beide. Traurig. Jo. Fehlerhafte Küsse aus einer perfekten Kussform. Absalom war schon immer stärker.
stark genug, Samael. Ja, du hast viele Hindernisse überwunden, um hier vor mir zu stehen. Gut erkannt. Aber manchmal stirbt der Held am Ende doch. Gibst du den Schlüssel her, oder muss ich ihn mir nehmen? Weiter. Du kennst die Antwort bereits. Ich muss ihn mir nehmen. Und der Spruch von ihm, am Ende stirbt der Held doch, das ist noch von Dings, warte, lass mir. Ja, er hat ja gesagt, frag deinen Bruder. Bei dem hat er auch schon mal den Spruch gebracht. Weiß ich nämlich noch. Voll. Ja, und Darksiders 1 wird auch noch kommen. Fragt mich nicht wann, aber es wird kommen. Nix gibt! Kriegst erstmal Reaver-Form in die Fresse. Jetzt konnte ich meinen geilen Finishing-Move nicht rein. Verdammt. Was da? Falsch, knapp. Ein kleines Tänzchen mit Samael. Beyblade, Let it spin! Ist das so ein Schild, hallo? Ich weiß es doch nicht. Ich brauche mehr Zeug. So. Nein, ich brauche mehr Zeug. Er braucht was aus dem Meer davon, weißt du? Alter, wie ging das nochmal mit dem Bastard? Nicht genug Zahn. Ja, da will wenig Schaden nehmen bei mir. Jetzt schießt das mal wieder Feuer auf mich. Oder ich muss vorrennen. Das Ding lautet Discord ein. It's a trap. Richtig. Ja, ich hab's nicht mehr gewusst. Das ist traurig, richtig, sag mal. Ja. Da hätte ich ihm, glaube ich, immensen Schaden machen können damit. Entweder besiegt den Boss dann so einen One-Hit oder. Ich glaube, das wäre doch nicht passiert, von welchem One-Hit. Was meistens ist einfach so gemacht, dass einfach keinen Schaden, weil sie so kickern werden. Besonderes Szenario, entweder stirbt der Boss oder wir konnten das Dammo verletzen. Oh, sieht sehr schlecht aus. Am Arsch sieht das schlecht aus. Hat Käufer gefallen. Richtig. Ja, Reaper-Form, kämpf mal ein bisschen für mich. Ich glaub's gar nicht, was das für ein Krampf ist gerade wieder. Was ist das? Kommt mit sowas. Ich hab keinen Plan, wie ich den Scheiß ausweichen sollte. Oh nee. Halt mal. Ich sterbe jetzt. Ja, guck dir mein Leben an. Keine Tränke mehr. Okay. Den mach ich dann im nächsten Part. Oder? Nee. Komm. Mal jetzt.
Aber halt! Auf extra Länge. Richtig. Mal jetzt. Kampf mit dem Bastard. Oder das speichert vorher nochmal. Tod kann sein, mein Gott. Oh Mann. Ja. Ist was? Ich versuche den jetzt noch einmal im Video. Und wenn's nicht klappt, dann mach ich den halt aufs Screen. Ja, halt ohne Ton. Kennen wir ja. Oh, die sind wir da. Boah, einfach mal das. Den Bällen kann ich da noch ausweichen. Da macht er auch noch so eine Art Hadouken. Hadouken. Jetzt hat er wieder seine Feuerbälle raus. Seine Fireballs. I got balls of steel, I got balls of fire. Jetzt bin ich auch gerade mal ein bisschen besser. Guck dir meine Tränke an. Die sind noch wie im Stand vorher. Fick dich, Alter. Ja, mach. Oh, auch gar nicht. Ach, ich glaube, jetzt konnte ich dem ausweichen. Ein bisschen. Ich hab's mal geschafft. Es gab einen epischen Cutscene, siehst du? Nicht genug. War das doch das, ich bin ja gedacht geschafft, oder? Vorher nicht. Ja, beim ersten Mal nicht, aber mit Gefahr doch? Ja, gerade schon. Sag mal, willst du mich verarschen? Jetzt nicht mehr. Tja, gefickt, Alter. Ich wusste doch, ich hätte nicht so schnell aufgeben sollen. Interessant. Vielleicht wirst du doch Erfolg haben. Jetzt musst du nicht so schnell aufgeben sollen. Wie auch immer. Es wird großartig. Meine Rechnung von dem Partner ist eigentlich geringer, als ich dachte. Der Dämonenschlüssel, dieser dämonische Schlüssel gewährt Zutritt zum Quell der Seelen. Und ein Geschenk von Anonym. So. Die Kiste noch. Oh, besessene Sensen. Zahntrank, die Sensen sind nicht so toll. So, jetzt gehe ich einfach noch raus. Das müsst ihr jetzt alles noch mitmachen. Mir ist total egal, ich bin gerade glücklich. So.
Und dann mache ich hier jetzt erstmal Schluss. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao. See you.